Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Tour-Review von mir, Rexor, für euch. Ja, was kann ich heute Neues berichten? Ich habe heute den ersten Transformers der neuen Transformers 4 Age of Extinction Toyline für euch. Und ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Dies ist jetzt der Dinobot Slug. Und er ist einer von den bisher 7 angekündigten Dinobots, den ich jetzt, wie gesagt, euch präsentieren kann. Und ja, in Deutschland wohl nur über Toys R Us erhältlich, was sehr schade ist. Doch es lohnt sich, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das Einzige, was ich an dieser Toyline bis jetzt so ein bisschen bereue, ist, dass Hasbro mittlerweile vermehrt in Richtung dieses Plastik-Gummi-Gemisches geht. Ja, einerseits gut und schön, kleine Kinder können sich nicht mehr so schnell wehtun, an spitzen Ecken, wie auch immer. Ja, aber einen ganz extremen Nachteil hat es, die Langlebigkeit. Da hat leider bis jetzt Hasbro nicht dran gedacht, aber das ist denen sowieso egal, denn es geht ja hier nur um den Umsatz. Was in 10 Jahren ist, interessiert die Leute sowieso oder nicht. Das Problem ist nämlich bei diesen Figuren, sie sehen ja ziemlich cool aus, aber die Hörner sind ja wie so eine aus Gummi, hier auch. Sehr extrem, gefällt mir überhaupt nicht. Auch hier unten alles, überall hier, die Schwerter sind aus Gummi und wie auch immer. Ja, Nachteil daran ist, dass dieses Material nach ein paar Jahren, wenn man es nicht ölt, also das heißt einfettet, ja, anfängt spröde zu werden und irgendwann kaputt geht. Und zwar sehr leicht. Ich habe das jetzt schon bei 2 uralten Transformers-Figuren gesehen. Die hatten Gummikabel. Die Kabel habe ich nur mal ganz leicht berührt und schon sind sie auseinandergeplatzt nach einigen Jahren. Das fand ich jetzt sehr schade. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich von dieser Toyline echt begeistert. Das erste Mal seit langem mal wieder. Denn, ja, sie haben sich selbst übertroffen. Die Figuren haben ziemlich viele Details, wirken sehr massiv, sehr aggressiv und, ja, was soll ich dazu sagen? Auch die Details sind besser geworden. Ich verstehe zwar nicht, wieso hier natürlich nicht die Original-Movie-Farben benutzt werden, denn im Film, man sieht es hier, Slug ist eigentlich silbermetallig komplett und auch die ganzen Dinobots an sich sind eigentlich nur silbermetallig und haben nicht diese Neonfarben. Mir gefallen zwar diese Neonfarben an den Figuren sehr gut, besser als wenn alle einheitlich grau wären, das sähe ziemlich langweilig aus. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich finde es schade, dass hier Hasbro mal wieder, wie immer, ein eigenes Süppchen kocht. Klar, die Figuren gibt's in einer streng limitierten Auflage wohl in den USA, in der Generation 1 Figurenfarbe, das heißt Silber, Gold, Rot und so weiter. Macht auf jeden Fall deutlich mehr her in den Farben. Trotzdem bin ich, wie gesagt, von diesen Farben hier hellauf begeistert. Die Farben ähneln sehr stark auch der Takara-Version. Die Takara-Version ist vielleicht hier von dem Lila dann eher lila Metallic als ja, wie so ein leicht schimmerndes Metallic. Ja, ansonsten ähneln sich diese Figuren in so gut wie gar keinen Details, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, um einfach mal die Figuren im Detail zu zeigen. Wir zoomen uns einfach mal ein bisschen näher ran. Wie gesagt, die Figur wird hauptsächlich in einem lila Metallic gehalten. Es ist eigentlich ein ganz normales lilanes Plastik, was leichte Permut schimmernden ja, Partikel mit verarbeitet hat. Die Figur hat hier oben ein schönes Autobot-Symbol, was ich in letzter Zeit sehr vermisst habe bei einigen Figuren. Obendrauf ist ein, ja, ich kann die Farben nicht so richtig einschätzen. Es ist so ein Silber, Grau, Gold, Bronze, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so eine Mischfarbe. Das heißt, wir haben wirklich hier alle möglichen Farbschimmerpigmente drin. Man sieht hier leicht an den Kanten, wirkt es leicht golden, bronzen. Ansonsten eher silbermetallic. Der Schwanz ist in einem nicht-metallischen Grau gehalten, wie gesagt aus Gummi hier. Ja, der Hornpanzer ist auch in einem lila und Rotton gehalten, auch hier mit diesen leicht permutartigen Schimmer drin. Ansonsten Silber überall und auch der Mund, der sehr schön detailliert ist, finde ich, mit den Zähnen.
Und auch die Hörer sind natürlich auch in dem nicht-metallischen silbernen Gummi gehalten. Die Augen, finde ich, sind diesmal sehr gut gelungen. Man sieht hier leicht die Pupillen drin in den Augen. Und ansonsten sind sie grün-metallisch gehalten, sehen aber sehr, sehr, sehr stark in Richtung des Films. Das heißt, dieses anorganisch-organische, ja, sehr paradox, aber es, ja, das kann man einfach so sagen. Die Füße sind natürlich ja auch in diesem ja, nicht näher bezifferbaren Farbton gehalten. Ja, und die Schwerter sind auch in dem Silber, oder wie gesagt, nicht silber-grau-grauem Farbschema. Die Schwerter lassen sich ineinander stecken. So. Ich vermute mal, es ist wie so eine Art Kampfstab, Axt oder Schlagstock, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Und die lassen sich natürlich auch im Dino-Modus hier an die Seite stecken. Was ich eigentlich sehr interessant finde, viele sagen, es sieht bescheuert aus. Nein, das kann ich definitiv nicht so sagen. Denn man stelle sich einfach mal vor, es ist einfach eine sehr effektive Waffe. Der Triceratops ist natürlich wie so ein Nashorn, er rennt einfach alles ein. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, er rennt durch die gegnerischen Horden, wie so ein Rasenmäher und schneidet den Gegnern einfach mal so die Beine ab. Es hat auf jeden Fall was, oder nicht abschneiden, aber vielleicht reißt er ihnen die Beine weg. Es ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee und es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ja, bevor wir gleich zu der Transformation kommen, möchte ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Darunter haben wir einmal die Verpackung. Die Verpackung ist mittlerweile sehr, ja, sehr zusammengeschrumpft. Es ist nur eine einzige in der Vierseite. Das war's eigentlich. In 16 Schritten ist die Figur verwandelbar vom Dino rüber zum Roboter. Ich zeige euch das nochmal ein bisschen näher. Jetzt sehen Sie einmal die zwei Schritte. Und dann natürlich hier noch Stück für Stück erklärt, wie man dann quasi innerhalb, wie gesagt, dieser 16 Schritte zum Roboter wird. Auf der anderen Seite haben wir einmal quasi dasselbe, nur eben rückwärts in Richtung Dino. Ja, wir haben hier nur ganz großes neue Sprichwort, oder besser gesagt, der neue Slogan. Your Gateway to the Transformers Universe, ganz groß jetzt. Und natürlich hier noch Hinweise seit neuestem auf die Android und ja, iPad und iPod und was weiß ich, iPhone-Apps. Ja, und das war es eigentlich ansonsten schon. Ganz groß jetzt das Transformers, den Transformer-Titel quasi hier drauf. Aber was ich an dieser Beschreibung irgendwie stark vermisse, ist ein wirklich großes, ausführliches Logo. Wir haben zwar hier oben so ein mini kleines Popel-Logo vom vierten Teil, das aber total untergeht und sehr blass und ausgewaschen wirkt. Und hier oben nochmal den Dinobot Slug. Ja, wir packen jetzt einfach mal die Anleitung weg. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Verpackung. Die Verpackung hat ein neues Design bekommen. Wir sehen auch hier auf der durchsichtigen Fläche auch durchsichtig als Folie aufgeklebt Transformers ganz groß. Im Hintergrund, wie gesagt, ganz groß das Movie-Design von Slug an sich. Und hier oben jetzt auf wie so einem Sand-Hintergrund das Logo des vierten Films. Und hier das Decepticon-Symbol ganz groß. Was ich allerdings nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man so jetzt hier ausgerechnet das Decepticon-Logo abgebildet hat. Aber ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich jetzt im vierten Teil ausführlich erklären lassen. Ich vermute mal ganz stark, ich habe den Film noch nicht gesehen, das heißt, ich kann also wirklich nicht spoilern. Ist nur eine Vermutung, dass natürlich jetzt, was man aus dem Trailer bis jetzt gesehen hat, dass die Decepticons zu einem ganz großen Rückschlag jetzt gegen die Autobots ja, vorgehen und versuchen die natürlich jetzt komplett aus der Reserve zu locken und die Erde natürlich zu vernichten. Ja, unten haben wir ganz groß noch Hinweise natürlich wieder auf iPhone, iPad und Co. und Android-Systeme. Und hinten drauf haben wir auch ein neues Design, was ich sehr cool finde. Wir haben einmal hier ganz groß Slug abgebildet im Roboter-Modus. Um
ganz groß natürlich eine Neuankündigung. Es gibt jetzt nicht dieses Mech-Tech, Mech-Alive und wie das ganze Zeug jetzt hieß. Nein, der neueste Trick von Transformers ist einfach zu sagen, wie viele Schritte braucht die Figur zum Verwandeln. Ja, sehr geistreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie wir sehen, zwei Schwerter hat er mit dabei. Und hier sehen wir noch einmal auf Englisch die Beschreibung. Und ja, zudem haben wir dann natürlich noch den Bumblebee. Separat erhältlich und Crosshairs sowie Scorn sind jetzt so bis jetzt bei der ersten Wave die Deluxe-Figuren und es folgen natürlich auch noch Leader-Class-Figuren, die ich euch auch später nochmal zeigen werde. Ja, hier unten haben wir ganz groß abgebildet Slug im Triceratops-Modus. Man sieht hier natürlich sehr schön, die Figur ist diesmal 1:1 wirklich umgesetzt worden. Was ich ziemlich geil finde, das heißt also nicht groß irgendwelche Einschränkungen bei den Farben, bis auf zwei kleine Details, aber die werde ich euch später zeigen, die aber nicht sonderlich auffallen. Und was ich an dieser Verpackung ziemlich cool finde, man sieht hier im Hintergrund wie so eine Art Röntgenbild vom Dinosaurier-Modus, hier unten auch nochmal. Das Autobot-Symbol ist jetzt wie so einem Komet abgehalten, das finde ich auch sehr interessant. Ja, oben natürlich hier nochmal den Kopf vom Triceratops und hier nochmal so ein paar Details. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt einen T-Rex abgebildet. Hier sehen wir einen Flugsaurier abgebildet. Finde ich, wie gesagt, ziemlich cool. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Aber jetzt erstmal weg damit. Das Wichtige, wieso wir natürlich das Review angucken, sind natürlich die Figur an sich. So, jetzt nehmen wir erstmal die Schwerter weg. Dann zeige ich euch, wie gesagt, die Figur einmal, wie sie zu transformieren ist. Die Transformation ist sehr simpel, wie gesagt, 16 Schritte. Wir biegen einmal den Schwanz so nach oben, ganz einfach. Biegen dieses Schwanzteil nach innen. Dann lösen wir einmal hier den Fuß. Unten den Fuß drehen wir rein, das komplette Bein drehen wir nach unten. Hier ebenso, einmal nach unten drehen. Und so. Jetzt drehen wir einmal hier den Roboterfuß raus. Auch hier wieder mit diesen, ja, für die neue Toyline eigentlich typischen Füße. Das heißt, wir haben hier richtig wie so eine Art Spitzfuß. Ja, ist halt rittermäßig gemacht. Wer sich ein bisschen mit der Ritterzeit auseinandersetzt, weiß, dass das früher teilweise von einigen Rittern gemacht wurde, weil es bedrohlicher aussah. Deswegen hatten auch viele Ritter auf den Schultern diese Stacheln oder auch auf den Helmen, auch teilweise auf den Handschuhen, wie so eine Art Schlagring. Und ja, früher hatten viele das eben, um damit auch Trittwunden zuzuführen. Ja, der Schwarze Ritter zum Beispiel, ganz berühmt, hatte zum Beispiel auch diese Füße. Ja, jetzt weiter im Schritt. Wir lösen einmal die Seite, einmal so ab, hier ebenso. Die werden hier an der Seite mit so einem kleinen Pack und hier mit so einem kleinen Schlitz hier an der Seite dort befestigt. Steckt quasi dann die Seite so einmal drin. Wie gesagt, die einmal lösen. So. Jetzt können wir eigentlich auch schon die Fäuste nach außen drehen. So. Jetzt lösen wir den Kopf in zwei Hälften. Bisschen komplizierter. So. Und drehen ihn einfach so zur Seite. Drehen dabei den Kopf runter. Und schon sehen wir den Kopf vom Robotermodus. Den können wir nach oben drehen. Jetzt wird einmal hier diese Hornplatte nach innen gedreht, damit quasi hier diese Innenseite, die ziemlich unschön ist, quasi verdeckt. Anschließend drehen wir hier unten den Unterarm einmal zu. Hier ebenso und verschließen das miteinander. Das passt sehr gut ineinander. Fertig. So, anschließend, und jetzt kommt der wichtige Part und auch eigentlich der komplizierteste an dieser ganzen Figur. Wir drehen einmal, wenn der Schwanz nach unten gedreht ist, hier hinten diese Füße, dazu müssen wir einmal nochmal den Kopf nach vorne drehen, so herum, hier ebenso. Jetzt können wir wieder das alles nach hinten schieben,
dass jetzt quasi hier die Füße gerade nach unten zeigen. Die Vorderfüße des Triceratops. Und jetzt, was ich ein bisschen schade finde, was auch ein bisschen merkwürdig ist bei dieser Figur, diese, ja, die Innenseiten der Arme haben hier oben auch diesen Pack. Hier sehen wir ihn. Dieser Pack sollte eigentlich auch hier unten in diesen Hüftschlitz. Er hält aber nicht wirklich. Das heißt, wir müssten normalerweise hier das miteinander verbinden. So. Ja, und das sollte auch eigentlich halten, aber tut es nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso Hasbro hier auf diese Idee kam, das so umzusetzen. Ich finde, es ist eine schlechte Idee. Denn wenn wir nämlich hier diese Unterarme damit verbinden, wird diese Beweglichkeit der Figur drastisch eingeschränkt. Na. Irgendwie will es gerade nicht. So. Jetzt haben wir die Füße quasi mit der Seite verbunden. Was eigentlich auch ziemlich cool ist, aber der Nachteil daran ist, die Hüfte rotiert nicht mehr so einwandfrei, weil sie jetzt natürlich hier von den seitlichen Beinen blockiert wird. Ja, ansonsten ist jetzt allerdings die Transformation so komplett. Wir haben jetzt hier dieses Rückenmodul dadurch geschaffen. Ich finde es sehr schade, dass hier dieses Schwanzmodul quasi einfach nur so reingeklappt wird. Fertig. Ich hätte es schöner gefunden, hätte man dieses Teil nach innen klappen können und auf den Rücken drehen können. Was ich auch nicht so ganz verstehe ist, wir haben hier zwei Slots. Einmal hier und einmal hier. Und ja, die haben keine Funktion. Ich verstehe auch nicht wirklich wieso. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Dinobot Flugsaurier mit den zwei Köpfen, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, hier unten in der Hüftregion auch ein Loch hat, womit er quasi im Flugmodus mit verbunden werden kann und dann irgendwie fliegend auf irgendwelche Figurenständer quasi befestigt werden kann. Ich vermute mal, das wurde hier quasi damit berücksichtigt und sollte auch so gemeint sein, dass man quasi diese Figur ja im dynamischen Posen quasi irgendwo befestigen kann. Weil ihr seht selbst, die Beine lassen sich ziemlich dynamisch auch hinstellen. Es macht auf jeden Fall eine Menge her. Sehr gelenkig, weil wir hier quasi zwei Kniegelenke drin haben. Ein oberes und einmal hier ein unteres durch die Verwandlung. Dadurch lassen sich, wie gesagt, ziemlich coole Posen auf jeden Fall einnehmen für die Figur. Der Brustkorb ist, wie gesagt, durch diese Beinmechanik hier hinten für die Seite ein bisschen unspektakulär und ein bisschen blöd gelungen. Ihr seht selbst, er bindet hier nicht wirklich einwandfrei ab, dadurch, dass quasi die Beine hier an der Seite befestigt werden müssen. Das ist nicht so schön gemacht, finde ich. Das hätte man noch besser auf jeden Fall lösen können. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist die Figur jetzt fertig verwandelt. Und ich muss sagen, geil. Ganz ehrlich, gefällt mir. Ganz großes Manko bei dieser Figur für mich persönlich ist, dass man direkt über den Kopf hier oben diese Hasbro Tomy Made in China bla 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 Gedöns direkt hinter den Kopf gepackt hat. Fail. Epic Fail. Ich hätte es schöner gefunden, hätte man es hier reingemacht. Dann hätte man es nämlich zuklappen können und man hätte es nicht mehr gesehen. Dadurch hier ein ganz großes Epic Fail. Also ganz ehrlich, das hätte man besser machen können. Ansonsten ist die Figur, wie gesagt, ziemlich geil. Man kann hier die Schwerter natürlich auch noch in die Hand geben. Und dadurch natürlich eine ziemlich coole Bewaffnung der Figur geben. So. Und natürlich ist Slug hier auch in dem ja typischen Rittermodus quasi abgewandert. Das heißt, man sieht ja also wirklich, er sieht aus quasi wie ein in voller Ritterrüstung montierten Kämpfer. Das erinnert sehr stark auch der Kopf, der natürlich so auch aus dem Rittertum bekannt ist, mit dem großen Frontvisier am Mund, der für mich aussieht, sorry, wenn ich es jetzt sage, aber mir fällt es nicht besser ein. Das soll auch keine Kritik an der Figur sein, aber diese Form erinnert mich irgendwie eher sehr stark an den Frontbug von einem Schiff oder an einer Kloschüssel. Entschuldigung, aber ist so.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ziemlich cool gemacht. Was ich an dieser Figur sehr schade finde, ist gegenüber dem Takara-Version quasi, dass man hier die Innenseite nicht auch noch lila bemalt hat, was ich sehr schade finde. Der Mund hier unten so offen einfach zu sehen ist mit diesem Grau, Grau, Grau. Wenn es alles lila gewesen wäre, sähe es garantiert geil aus. Was ich hier aber auch noch machen kann, ich kann den Mund öffnen, was dann quasi den Eindruck verschafft, als wenn die Figur noch einen weiteren Stachel quasi auf dem Rücken hat. Was ich auch ziemlich geil finde. Ansonsten, wie gesagt, die Figur ist ziemlich cool. Absolut beweglich. Hätte ich nicht gedacht. Und auch von Design und bis auf, wie gesagt, diese kleinen Mankos hier mit den Beinen. Eine sehr schöne Figur. Ja, die Beine, finde ich, sind sehr cool gemacht. Ich liebe es, wenn unten die unteren Beine ein bisschen wuchtiger sind als oben. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen immer an Mega Man. Aber es macht auf jeden Fall eine Menge her. Und es hat diesen Steinlook, was ich auch nochmal ziemlich geil finde bei diesen Figuren. Ja, passt wie gesagt alles ziemlich gut zusammen. Einfach eine bildhübsche Figur. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die Beine, wenn man sie gerade runtergehen lässt, hier vorne diese dicken Knie hat. Das hätte man vielleicht ein bisschen glücklicher lösen können. Zum Beispiel, dass man, wie gesagt, hier dieses ganze Teil ein bisschen weiter ineinander klappen könnte, aber leider so nicht möglich. Dadurch wirkt er immer ziemlich bullig, wenn er steht. Ja, der Kopf ist auf einem Balljoint. Man kann ihn runter und ja, beschränkt nach oben klappen. Links, rechts, ganz normal natürlich auch drehen. Nur er ist natürlich sehr eingeschränkt beweglich, da hier unten das dicke Kinn hat. Das heißt, man kann ihn natürlich durch den Brustkorb nicht komplett bewegen. Wenn man jetzt weiter dreht, ja, kann es passieren, dass er hier rauspoppt. Das heißt, er fliegt vom Gelenk ab, was ich schade finde. Ja, die Arme sind natürlich durch die großen Schultern sehr eingeschränkt beweglich. Das heißt, 360 Grad sind nicht möglich, die Schultern zu bewegen, sondern nur so beschränkt. Die Ellenbogengelenke ganz normal. Die Faust kann nur nach innen und nach außen drehen, leider nicht eine gemeine 360 Grad drehen, was ich sehr schade finde. Die Knie habe ich euch schon gezeigt. Wie gesagt, ihr habt einmal hier zwei Kniegelenke, um die Posen natürlich auch besser hinzukriegen. Ja, unten die Füße könnt ihr natürlich nochmal so anwinkeln oder nach oben. Auch sehr schön. Ich könnte eine Laufposition oder eine Rennposition gut hinbekommen. Und ja, das war es eigentlich schon soweit im Robotermodus. Was ich jetzt euch noch als großes Manko zeigen wollte, wegen diesem Gummi. Es ist hier quasi in einem Stück drinne. Und ja, es hat hier eine, zeige ich mal, Nahaufnahme, eine sehr, sehr hauchdünne kleine Stelle, die sehr schnell reißen kann. Das heißt, wenn ihr wirklich Pech habt, in 4, 5 Jahren kann diese Stelle drastisch einreißen. Finde ich sehr schade. Ja, ansonsten, wie gesagt, finde ich die Figur einfach nur ein Brüller. Hier hat sich Hasbro auf jeden Fall mal wieder echt was Positives gegönnt, bis auf, wie gesagt, dieses, ja, Gummi-Feature. Das hätten sie wirklich rauslassen können, endlich mal wieder durch Plastik ersetzen können. Aber ich denke mal, dass Hasbro auf jeden Fall ja, komplett von entfernt, wahrscheinlich wegen dem Sicherheitsmanko, dass die Kinder sowas ins Auge stechen. Aber nein, solche harten Plastikfüße sticht sich natürlich keiner ins Auge. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, okay. Genug Ironie. Ja, die Figur, wie gesagt, ist ziemlich geil gelungen. Farbe gefällt mir sehr gut und auch vom Design her auch sehr schön gemacht. Ich gebe hier auf jeden Fall der Figur für den Dino-Modus volle 10 Punkte. Im Roboter-Modus leider ein wenig eingeschränkt durch die extrem großen Schultern, die aber allerdings sehr stylisch wirken. Und auch wenn hier oben der Stempel leider mich sehr stark nervt, ich kann ihn leider nicht in die Wertung mit einfließen lassen. Deswegen hat die Figur trotzdem von mir volle 10 Punkte auch im Robotermodus verdient.
Und auch vom Design, von der Farbe, egal was, die Figur ist einfach unschlagbar. Wenn ihr sie bekommen solltet im Internet bei Actionfiguren24, ein Händler, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann, weil er nicht nur wirklich ein ja, sehr günstiges Sortiment hat eigentlich, dafür, dass es teilweise wirklich Sammlerkonditionen sind, und dafür, dass er auch eine super verpackte Figur euch schickt, das heißt keine Macken an der Figur und so weiter, kann ich euch, wie gesagt, Actionfiguren24 sehr empfehlen. Ansonsten, wenn ihr lieber die Takara-Version haben wollt, weil die leider sehr schnell ausverkauft sind, kann ich euch einen amerikanischen Händler empfehlen. Das ist BigBadToyStore.com. Da kriegt ihr die Figuren auf jeden Fall auch über längere Zeitraum. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich kann euch die Figur, wie gesagt, wärmstens ans Herz legen. Holt sie euch, solange ihr es könnt, denn ich denke nicht, dass die Figur regulär lange in Deutschland erhältlich sein wird, da Hasbro hier natürlich lieber diese Baby-Transformer-Figuren rausbringen will, die man mit einem Klick verwandeln kann oder die extrem große Köpfe, Fäuste und wie auch immer hat. Hasbro ist hier komplett weggegangen von ihrem Generation Deluxe-Figuren, Leader und Voyager-Class und bringt es lieber, wie gesagt, das Baby-Zeug. Ja, wahrscheinlich ein exklusiver Vertrag mit Toys R Us und Co. Vermute ich mal eher. War ja bei den IDW-Figuren für die 30-Jahre-Edition auch schon der Fall. Ja, was soll ich groß noch dazu sagen? Ich verbleibe jetzt einfach mal dabei. Ich habe jetzt schon lange genug gelabert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch natürlich das nächste Mal wieder bei mir blicken lasst und auch meine zukünftigen Toy-Reviews mit mir genießen würdet. Und in den nächsten Tagen folgen wieder natürlich noch einige weitere Reviews. Und wir sehen uns das nächste Mal. Genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexford.